So, ich darf heute einen kleinen Vortrag halten zum Thema Rechnungswesen. Dazu habe ich natürlich folgende Unterpunkte. Einmal eine Definition, eine ganz grobe Einführung, was Rechnungswesen ist, was dies beinhaltet. Dann ein extra Punkt externes und internes Rechnungswesen, weil das zu so den Hauptbestandteil, sag ich mal, ausmacht. Und zum Ende hin noch drei Begriffspaare, die eben auch häufig fallen, die man auch kennt, eventuell schon mit Vorerfahrung aus der BWL. Das sind Einzahlung, Auszahlung, Ausgaben und Einnahmen, Aufwand, Ertrag, Kosten und Leistung. Einmal kurz erklären, was was ist, wofür steht und was die kleinen Unterschiede sind, kleine und feine Unterschiede, dass man da halt in der Praxis besser mitarbeiten kann, dass man sich auch besser auskennt, dass man es besser versteht. Darum geht es einfach nur. Fangen wir erstmal an mit der grundlegenden Definition des Rechnungswesens. Das ist erstmal allgemein. Genau, grundlegend, wenn Rechnungswesen nämlich alle Prozesse dokumentiert, ausgewertet und überwacht. Und ganz wichtig ist halt, dass alle Vorgänge mit Belegen erfasst werden, die das Betriebskapital betreffen. Zum Beispiel, genau, dadurch ist dann der Gewinn und Verlust erkennbar. Also zum Beispiel, ich verkaufe ein Auto, nehmen wir nochmal nicht mehr den Autohersteller. Ich verkaufe ein Auto, habe dadurch natürlich einen Beleg, weil ich das Auto verkauft habe. Hat natürlich aber auch Belege dafür, dass ich Material gekauft habe und habe es auch auf Belegen, in dem Sinne, dass ich mein Personal bezahlt habe, natürlich. Und das ist dadurch am Ende erkennbar im Rechnungswesen. Und indem ich halt den Gewinn und Verlust erkenne, kann ich auch meine Strategien anpassen. Das heißt, ich weiß, ich habe, keine Ahnung, zu wenig Autos verkauft, in dem Sinne muss ich was anpassen, vielleicht im Marketing, oder ich habe nicht die Gewinnmarge erzielt, die ich haben wollte, und werde deswegen die Strategie dementsprechend anpassen. So, das kann ich natürlich nur, wenn ich die absoluten Zahlen kenne und nicht aus dem Bauch heraus. Genau, deswegen das Rechnungswesen, da gibt es vier Bereiche. Einmal internes Rechnungswesen, einmal das externe Rechnungswesen, auf die gehe ich gleich noch genauer ein. Und dann gibt es noch zwei Bereiche, die Vergleichsrechnung und die Planungsrechnung, auf die gehe ich jetzt noch mal einmal ein. Das sind nämlich nicht die größten Bereiche, die kann ich nebenbei mal, sag ich mal, ein bisschen mit abarbeiten. Genau, Vergleichsrechnung ist ganz einfach gesagt der Vergleich von Bereichen, Prozessen und Kennzahlen. Auch in cool genannt Benchmark heutzutage. Bedeutet einfach nur, ich vergleiche Sachen miteinander, wie sind sie, wie sollen sie sein, einfach damit ich einen Überblick habe, weil was bringt mir das, wenn ich weiß, ich habe letztes Jahr 100.000 Euro Gewinn gemacht, weil ich keinen Vergleich habe. Genau, dann gibt es halt einmal zum Beispiel den Vergleich, den Betriebsvergleich mit dem Konkurrenten, das heißt, ich gucke, was kostet zum Beispiel, wenn ich der Autohersteller immer noch bin, zum Beispiel, was kostet bei ihm die Herstellung von einem Auto, was kostet bei mir die Herstellung von einem ungefähr gleichwertigen Auto, kann das vergleichen und sehe ich, bei seiner Herstellung ist er 10.000 Euro günstiger oder 5.000 Euro günstiger, übertrieben gesagt jetzt. Dann weiß ich, ich mache irgendwas falsch, ich muss mich anpassen zum Beispiel. Dazu kommt auch noch, ich kann mich auch noch vergleichen, wie sieht das aus mit den Preisen zum Beispiel. Er stellt ein Auto her, ich stelle ein Auto her, beide sind gleichwertig, beide haben ungefähr die gleichen Voraussetzungen, gleichen Betriebskosten, aber er schafft es mit diesem Auto, 5% mehr Umsatz zu machen im Jahr. Kann ich mich anpassen oder sein Auto wird für 50.000 Euro verkauft, so dann weiß ich das, habe einen Vergleich, dann kann ich meins, sag ich mal, für 48.000 anbieten, unterbiete ich natürlich. Das ist halt dieser Vergleich unter den Konkurrenten, deswegen Betriebsvergleiche. Vergleichen von mehreren Betrieben. Dann einmal vergangenes Geschäftsjahr, ganz wichtig, auch mal sehr interessant für Aktionäre zum Beispiel. Halt ist dieser Zeitvergleich. Ich gucke nach, was habe ich letztes Jahr an Umsatz gemacht, was habe ich letztes Jahr an Gewinn gemacht, was habe ich letztes Jahr an Verlust gemacht. Also vergleiche das mit dem diesen Jahr. Was habe ich in diesem Jahr geschafft? So. Ist immer sehr schön, zeigt immer ganz gut, wie hat sich das Unternehmen entwickelt. Kann man alles gut vergleichen. Dann gibt es die verschiedenen Verfahren. Das ist einmal der Verfahrensvergleich. Das ist zum Beispiel intern geregelt. Wenn ich zum Beispiel, ich habe zwei Herstellungsverfahren, sage ich mal, zum Beispiel von meinem Auto halt. Und ich habe, sagen wir, vom Pressen zum Beispiel her, von dem Motorraum, habe ich zwei Verfahren. Und ich habe das erste Verfahren, das zweite Verfahren. Dann vergleiche ich die miteinander und dann kann ich gucken, welches ist günstiger, welches ist fehleranfälliger. Welches liefert mir bessere Qualität, kann dann da und da abwiegen vernünftig. Ich habe natürlich eine vernünftige Rechnung aufgestellt, was natürlich am Ende die Kosten betrifft, weil was bringt es mir, wenn ich fünf Einheiten oder fünf Motorhauben mehr mache in einer Stunde, aber davon drei kaputt sind. Und bei dem anderen habe ich halt, sagen wir, die fünf weniger, aber alle sind in exakter Qualität, die ich haben möchte. Habe ich natürlich keinen Ausschuss produziert. Das ist natürlich auch sehr gut für mich und das kann ich dann alles ausrechnen gegen Geld. Und dann gibt es einmal den gewünschten Sollzustand, das ist dieser Soll-Ist-Vergleich. Ist, denke ich mal, der gängigste Vergleich, so blöd wie es klingt, den kennt doch jeder heutzutage. Macht man auch gerne in der Freizeit mal. Frei nach dem Motto, ich sollte 100 Euro haben, ich habe aber nur 90 Euro, dann weiß ich, ich muss 10 Euro noch einsparen. Ist da auch, kann ich natürlich auf alle Bereiche beziehen, wenn ich zum Beispiel sehe, meine Produktionskosten sollten, sag ich mal, um 5% gesenkt werden. Ich bin aber, sag mal, bei knappen 3 Vierteljahr habe ich die erst um 2% gesenkt. Ist halt ein Ist-Zustand, kann ich vergleichen. Wenn ich mir Ziele gesetzt habe, kann ich mir auch so einen Vergleich setzen, kann ich alles miteinander vergleichen, aufwiegeln, kriege ich hin, weiß ich, ist einfach gemacht. Genau. Dann gibt es halt noch die Planungsrechnung. Das ist
Einfach gesagt, Pläne für verschiedene Unternehmensbereiche machen, aufstellen, Rechnungen dazu aufstellen. Und das ist halt die Basis für strategische Entscheidungen. Zum Beispiel kann ich Budgetpläne aufstellen für einzelne Bereiche. Das heißt, ich habe der und der Bereich, sagen wir mal, ich bin nur noch bei Autohersteller. Ich sage mal, die Einzelteileherstellung hat ein folgendes Budget. Da sind dann neue Maschinen in der Anlage, können mit angeschafft werden. Das ist auch ein Budget für den Einkauf. Das ist also fürs Material. Das ist das Budget für Modernisierungsmaßnahmen, für Wartungsarbeiten. Und drum und dran habe ich natürlich meine Budget, was ich aufstellen kann dafür. Und kann dementsprechend natürlich auch den Bereich ein bisschen dadurch steuern und eine Planung aufstellen. Zum Beispiel, ich sage, der Bereich hatte letztes Jahr, sage ich mal, 20.000 Euro zur Verfügung. Drückt dieses Jahr, will ich natürlich will Kosten reduzieren, sage, in dem Bereich sind Einsparungen möglich von 2.500. Dann bin ich nur noch bei 17.500. Müsste, glaube ich, hinkommen, was ich jetzt gesagt habe, 20.000, ja. 17.500 nur noch, gibt dem Bereich das Budget vor, damit muss er versuchen zu planen. Hat sein Jahresbudget und dann muss er das dementsprechend hinbekommen und das ist halt dieser Plan, den ich mache. Das andere neben dem Budget ist halt der Personalplan, ganz wichtig. Also welchen Personalbedarf habe ich in Abteilung? Ich will mehr Autos bauen, das heißt, ich brauche mehr Personal. Wo brauche ich das Personal? Brauche ich das Personal im Marketing oder brauche ich das Personal am Fließband? Da brauche ich das Personal eher am Fließband als im Marketing, nur weil ich jetzt mehr Autos herstellen möchte. Genauso wie Weiterbildungsbedarf. Es bringt mir nichts, wenn ich 200 Angestellte habe im Unternehmen, aber von dem ist keiner weit genug gebildet, um die Arbeit vernünftig auszuführen. Deswegen Weiterbildungsbedarf auch überbrücken, wenn ich sage, ich brauche jetzt neben meinen Leuten, die ich in meinem Unternehmen habe, brauche ich noch drei, vier Führungskräfte mehr, weil ich mehr neue Abteilungen gründe, weil ich mein Unternehmen neu aufstelle, weil ich das restrukturiere. Ich brauche neue Abteilungen, muss ich gucken, habe ich überhaupt genug Leute, die ausgebildet sind, Abteilungen zu leiten. Wenn nicht, muss ich die weiterbilden und das frühestmöglich, damit ich sie auch zur Verfügung habe, wenn es soweit ist und nicht erst, damit die Abteilung da ist und nicht läuft. Weil wenn ich die Abteilung neu gegründet habe, natürlich brauche ich Anlaufzeit, möchte ich aber schon, dass sie möglichst schnell läuft. Und das bringt nichts, wenn ich dann erst jemanden zur Meisterschule schicke und der noch ein halbes Jahr Meister machen muss, übertrieben gesagt. Genau. Jetzt kommen wir dann zu den anderen beiden Punkten des Rechnungswesens. Das ist einmal das externe und interne Rechnungswesen. Das macht ja die beiden größten Punkte aus. Also ich fange jetzt an mit dem externen Rechnungswesen. Das ist auch Finanzbuchhaltung genannt. Kennt man, wenn man es mal in der Zeitung liest, diese Begriffe Finanzbuchhaltung, hört man auch immer mal wieder irgendwo. Damit ist immer das externe Rechnungswesen gemeint. Das ist der größte Bereich des Rechnungswesens. Auch noch mit einer der wichtigsten, sage ich mal. Ganz einfach, weil alle Geschäftsvorfälle auf T-Konten gebucht und dokumentiert werden und auf der Grundlage der doppelten Buchführung passieren. Und das ist zum Beispiel jetzt ganz wichtig, damit ich halt einen Überblick habe, auch für externe, da komme ich gleich noch drauf zu. Also ich habe hier auch einmal hier die T-Konten, habe hier mal ein Foto von gemacht oder ein Bild eingefügt, damit man sich das besser vorstellen kann, wie die aufgebaut sind, deswegen das T, weil hier quasi immer ein T so gesehen reingezeichnet werden kann, halt mit der Sollen- und Habenseite. Genau, mit diesen T-Konten lässt sich das zum Beispiel sehr leicht die Buchung veranschaulichen. Ich kann immer gucken, wo habe ich welche Buchung. Ich habe immer eine Seite im Soll, eine im Haben-Seite. Zum Beispiel, wenn ich jetzt aus der einen Kasse 50 Euro rausnehme und die auf der Bank einzahle, habe ich auf der einen Seite Soll und auf der anderen Seite Haben. Zum Beispiel muss immer Belege dazu schreiben. Zum Beispiel aus, keine Ahnung, 50 Euro aus der Kasse an die Bank gebracht und in die Bank eingezahlt. Das heißt dann an Bank, ist ein anderes Konto dann wieder, da habe ich ganz viele Konten von. Also ich habe nicht nur ein T-Konto, ich habe ganz viele Konten davon. Genau, und doppelte Buchführung bedeutet natürlich auch, dass alle Buchungen doppelt gebucht werden müssen. Das heißt, wenn ich jetzt, ich habe mein eines T-Konto für meinen Kassenbereich und ich habe noch ein T-Konto für meinen Bankbereich, also meinen Bankkontobereich, so blöd gesagt, habe ich natürlich auf beiden die Buchung drauf und das macht es einfach total einfach zu sehen, wo wandern welche Gelder wie hin und wo wird welches Geld abgezogen. So, da kann ich das, einen super Überblick habe ich dadurch und das ermöglicht mir es einfach, das ganz gut zu sehen, wo habe ich welche Kosten, wo habe ich welches Geld, auf welchem Konto habe ich welches Geld. Also nicht nach dem Motto, wie ich öffne, übertrieben gesagt, am Montagmorgen die Kasse von meiner Autoherstellung und ich soll da, ich habe drei, vier Rechnungen, die ich bereichen muss und ich gucke rein, ist kein Geld mehr drin und ich wundere mich, wo ist das ganze Geld hin. So kann ich einfach ins Konto reingucken, kann sehen, da sind die Gelder hingewandert, ich weiß es. So. Genau, und dadurch kann man auch relativ schnell den Vermögens- und Schuldenstand eines Vermögens, Unternehmens einsehen. Ganz einfach, weil ich sehe ja zum Beispiel, wenn ich sehe, auf allen Konten sind mehr Sachen, die rausgehen, anstatt dass die raufgehen auf die Habenseite, bringt mir das natürlich ganz viel, dass ich das sofort erkenne. So, ich kann die einsehen, ich sehe das und weiß direkt, ich habe doch keine finanziellen Mittel mehr zur Verfügung und ich sollte vielleicht Gelder eintreiben, die mir noch zustehen. Oder ich muss gucken, warum das Geld so weit jetzt rausgeht und ich habe halt direkt einen Überblick. Das ist sehr angenehm, dafür ist es gemacht. Genau. Genau, und am Ende dieses externe Rechnungswesen, also die Buchung und Dokumentation, die ermöglichen am Ende deine Gewinn- und Verlustrechnung am Ende des Jahres.
und eine Jahresabschlussbilanz. So, aus diesen beiden Sachen bildet sich dann der Jahresabschluss. Wie gesagt, die Gewinn- und Verlustrechnung erklärt sich ein bisschen von selbst. Was habe ich an Gewinn gemacht? Was habe ich an Verlust gemacht am Ende des Jahres? Deswegen, ich kann einen Gewinn nur daraus oder einen Verlust nur daraus erkennen und nicht einfach irgendwo aus irgendwelchen Buchungen ablesen. Das ist ganz wichtig. Genau wie Jahresabschlussbilanz ist auch nochmal eine Bilanz, quasi wie viele Einheiten wurden verkauft, zu welchem Preis wurden sie verkauft, was waren die Herstellungskosten, was waren die Herstellungskosten pro Einheit. Kann man alles relativ erkennen. Daraus füllt sich dann ein Jahresabschluss. Ist ja auch immer, die müssen dann halt auch immer veröffentlicht werden. Also der Jahresabschlussbilanz und die Gewinn-Verlustrechnung müssen halt immer wegen der Publizitätspflicht veröffentlicht werden. Sie sind verpflichtet zu, halt wegen Handelsgesetzbuch. Ist natürlich auch immer eine schöne Zeit, kennt man ja im Laufe des Jahres, wenn man denn die großen Benachrichtigungen kriegt, oh, Jahresabschlussbilanz ist rausgekommen von VW, von Audi, von Mercedes oder von großen Unternehmen. Vor allem, wenn ein Unternehmen, sage ich mal, wie VW schon seit Jahren, Jahren jetzt permanent, sage ich mal, blödes klingt, in der Zeitung steht, in der Presse steht und man ist sich nicht sicher wegen irgendwelchen Skandalen oder irgendwelchen neuen Autos oder Modellen und alles. Und am Ende kommt dann der Jahresabschlussbilanz raus, da fiebern alle so ein bisschen drauf hin, damit man auch einfach die Zahlen wieder vernünftig einsehen kann. Und das ist auch wichtig, damit das Finanzamt, Kunden und Lieferanten sind natürlich interessiert an dieser wirtschaftlichen Situation. Also das Finanzamt möchte natürlich gerne wissen, wie viel Umsatz wird gemacht, welche Steuern können wir verlangen, welche Steuern stehen uns zu, damit die Steuern auch vernünftig verrechnet werden, abgezahlt werden und allem drum und dran. Den Kunden ist es natürlich wichtig zu wissen, ey, wie sieht das aus bei dem Unternehmen? Hat es viel Gewinn gemacht, hat es viel Verlust gemacht zum Beispiel? Also wenn ich jetzt ein Auto kaufe und ich nehme jetzt Autohersteller jetzt nicht VW, sondern Saab als Beispiel zum ich bin jetzt, haben mir ein Saab gekauft und am Ende des Jahres stellt sich heraus, das Unternehmen ist eigentlich pleite und soll aufgelöst werden, so ist es natürlich auch schlecht für mich, weil ich weiß, es werden vielleicht noch Ersatzteile hergestellt, aber ich weiß ja nicht mehr, wie lange. So, wenn ich ein Mensch bin, der das Auto 15, 20 Jahre fährt, weil ich das so pflege und so wenig fahre, kann es natürlich sein, dass ich in 20 Jahren Probleme habe, noch an Ersatzteile ranzukommen. Vernünftige. Also vom Hersteller originale Ersatzteile zum Beispiel, weil es den ja nicht mehr gibt. So, bezieht sich jetzt nicht nur auf Autohersteller, bezieht sich auf viele andere Sachen. Wenn ich zum Beispiel jetzt Kunde bin bei einer Firma, die Wartungsarbeiten macht und ich sehe auf einmal, oh, die Firma hat die letzten 2 Jahre keine guten Zahlen geschrieben und dann sagt die Firma auf einmal, ey, der Chef erzählt mal, wir haben so viele Aufträge und so viele Aufträge und ich warte halt wirklich 4, 5 Monate auf den Auftrag. Am Ende des Jahres sehe ich, die Zahlen sind immer noch rot, der hat eigentlich keinen Gewinn gemacht, nur Verlust. Dann weiß ich, wie schlecht gewirtschaftet wurde und wenn er dann pleite ist, habe ich ein Problem. So, vor allem, wenn ich da dann in dem Sinne mich darauf verlassen habe, dass diese Firma quasi bei mir immer wieder die Wartung machen soll, weil ich vielleicht ein bisschen spezielleres System habe. Ist zum Beispiel jetzt, wenn ich, keine Ahnung, ich habe große Hallen und ein kompliziertes Heizungssystem. Jetzt als Beispiel nur und kann er nicht nachgehen, dann habe ich ein Problem natürlich so. Und erkennen sie aus, dann brauche ich einen neuen und eine neue Firma, die das Heizungssystem wartet, kriege ich Probleme. Lieferanten ist natürlich noch viel interessanter für die. Man hat Lieferverträge, ganz einfach, der Lieferant zum Beispiel jetzt im Autobau, der Stahl liefert zum Beispiel, liefert mir den Stahl für meine Karosserien oder für meine Motorhaube oder sonstiges. Und er sieht auf einmal, ey, ich mache nur Verluste, hat er natürlich Angst um seine Gelder. Wenn ich zum Beispiel vorher mal auf Rechnung gekauft habe, übertrieben gesagt, und er hat mir die Ware geliefert und ich habe 2 Wochen, 4 Wochen später die Rechnung einfach beglichen, der Lieferant war sich sicher alles gut. Und auf einmal sieht er, ey, der Autobauer, das VW als Beispiel, hat keine Kohle mehr seit Jahren, der macht nur Miese, das Konto ist quasi leer oder die Konten sind leer, sagen wir es eher so. Dann ist es vielleicht nicht mehr auf der Rechnungskauf standardmäßig, sondern ist der Kauf halt eher auf Vorkasse oder auf direkte Tilgung halt bezogen. Ne? Das heißt, ich muss direkt bezahlen, damit ich mein Stoff kriege. So, jetzt kommen wir zum internen Rechnungswesen, sag ich mal, der andere Baustein. Wird auch Controlling genannt im Englischen oder auch wenn man häufig liest, sieht man eigentlich nie irgendwo eine Stellenausschreibung für internes Rechnungswesen heutzutage. Mehr heißt es immer Controlling. Hört sich auch ein bisschen schöner an, ein bisschen peppiger an, sage ich mal. Nimmt das alles ein bisschen cooler auf, sage ich mal, weil keiner möchte sagen, ich arbeite im internen Rechnungswesen, alle sagen, ich arbeite im Controlling. So. Das ist erstmal grundlegend die Informationsquelle für Geschäftsführung, Unternehmensbereiche oder unternehmensinterne Bereiche. So. Das sorgt dafür, dass ich halt wirklich weiß, die Geschäftsführung weiß, ah, okay, in dem und dem Bereich in meinem Unternehmen, ich nehme jetzt mal als Autohersteller, in der Karosseriepressung, in der Motorhaubenpressung und in der Türherstellung habe ich folgende Gewinne, also quasi oder folgende Kosten fallen da an. Und ausgerechnet habe ich wenig Fehlerkosten und dann weiß ich am Ende, habe ich noch einen anderen Bereich, sag mal den Vertrieb oder Verkauf. So, und ich sehe da, ey, da stehen die und die Gewinne an, alles gut. So, darum geht es einfach. Nur geht es auch um unternehmensinterne Bereiche. Zum Beispiel, dass ich halt auch wissen kann, okay, ich habe Probleme, ich will wie gesagt Kosten minimieren, weil man ja meistens im Unternehmen.
um den Gewinn dadurch zu maximieren, komme ich gleich auch noch kurz drauf zu, weiß ich ganz einfach, dass ich halt, wie gesagt, in dem Erreichen, wie gesagt, gute Zahlen schreibe, schlechte Zahlen schreibe. Ich weiß eventuell, wo welche Kosten anstellen. Da komme ich gleich einmal mit der Kosten- und Leistungsrechnung und kann dementsprechend handeln, weil es da genau um diese Planung, Steuerung und Kontrolle verschiedener Prozesse geht. Genau, und alles immer hinter dem Hintergrund der Gewinnmaximierung. Das ist immer ganz wichtig. Also ich meine, ich mache ja, stelle den ganzen Spaß ja nicht auf, der mich fürchtlich Geld kostet, weil ja viele Menschen daran arbeiten, um im Endeffekt da nichts zu erfahren, sondern und Gewinn nicht zu maximieren. Ist ja schön, wenn ich das weiß. Und weiß, ja, Unternehmen oder Kostenstelle 24, übertrieben gesagt, die Motorraumherstellung frisst im Jahr 100.000 Euro. Aber bringt mir nichts, wenn ich am Ende kein Ziel habe, den Gewinn zu maximieren. Wenn ich sage, mein Gewinn ist in Ordnung, dann brauche ich die Leute dafür nicht, blöd gesagt. Und deswegen die Basisgröße dafür ist die Kosten- und Leistungsrechnung. So, und die Kosten- und Leistungsrechnung setzt sich so gesehen aus drei Kosten zusammen. Das ist einmal die Kostenartenrechnung. Also was fällt an? Was für Kosten fallen an? Zum Beispiel was für zum Beispiel Material oder Personal. Also ich brauche natürlich, wenn ich ein Auto produziere, brauche ich zum Beispiel Stahl. Ich brauche oder Aluminium oder ich kaufe andere Sachen ein, wie Computerchips kaufe ich ein. Das ist halt die zum Beispiel Material oder auch als Personal. Personal kostet natürlich auch immer ein netter Punkt. Ist auch mal am liebsten einer Punkte, um Gewinne zu maximieren und Personalkosten einzusparen halt. Zum Beispiel, ich habe 40 Mitarbeiter, aber ich sehe theoretisch 38 für uns auch tun, kann ich zwei entlassen oder ich kann dafür sorgen, dass zwei bitte gehen oder auf Teilzeit gehen oder sonstiges. Genau, dann gibt es danach die Kostenstellenrechnung. Das ist zum Beispiel wo, damit, also ist die Frage halt wo. Da kann ich zum Beispiel gewisse Bereiche definieren. Wie gesagt, zum Beispiel, ich habe Bereiche für die, einmal wo die Karosserie gepresst wird, dann zum Beispiel für die Karosserie eventuell Schweißarbeiten stattfinden, dann einmal ein Bereich, wo Motorhauben gepresst werden. Das sind alles verschiedene Kostenstellen. Dadurch kann ich die Kosten aus den Kostenarten einmal den Bereichen zuordnen, also die Kostenstellen zuordnen. Da weiß ich, okay, die und die Kosten fallen auf den Bereich, die und die Kosten fallen auf den Bereich. So, und dann am Ende habe ich hier noch einmal die Kostenträgerrechnung. Das sorgt dafür oder erklärt ganz einfach, wofür genau fallen diese Kosten an. Zum Beispiel kann ich die Kosten direkt nachverfolgen. Ich weiß, alles klar, in welchem Motorhaube herstellen, und sagen wir mal, die ist lackiert in Schwarz-Weiß oder Silber. Dann weiß ich zum Beispiel, okay, ich habe jetzt Kosten im Jahr von 4.500 Euro. Und dann ist das zum Beispiel, sage ich mal, nur der Grundlack als Beispiel jetzt. Dann weiß ich, okay, das ist genau der Grundlack, den ich brauche und die Kosten fallen genau bei dem Grundlack für diese Motorhaube. So, das macht mir es ganz einfach. Da kann ich ganz detailliert aufzählen, wo welche Kosten bei was anfallen. Das geht halt sehr, sehr doll in die Materie rein und dadurch kann ich auch ganz genau berechnen, was ich für Kosten habe am Ende beim Produkt, weil ich ganz genau weiß, das und das kostet das. Ich habe keine Ahnung, am Ende des Jahres in dem einen Bereich, wie gesagt, ich habe Kostenanrechnung, Material, Personal, da habe ich die Kostenstelle, Motorhaubenfertigung zum Beispiel und ich habe den Kostenträger und dann weiß ich ganz genau, die Motorhaube kostet mich allein die Grundierung immer, also der Grundlack kostet mich am Ende des Jahres 4.500 Euro und ich weiß, ich kann da vielleicht Einsparungen machen. So, und dadurch kann ich meinen Gewinn maximieren, indem ich sage, ey, ich brauche vielleicht nicht einmal Grundlack, sondern oder nicht zweimal Grundlack, sondern einmal reicht auch, habe ich festgestellt. So, ganz wichtig ist immer diese ganzen Arten der Kosten, wird immer von Gemeinkosten geredet und von Einzelkosten häufig. Gemeinkosten sind halt alles, was zum Beispiel einem Kostenträger nicht direkt zugerechnet werden kann. Also Kostenträger sind wir halt wieder hier hinten. Zum Beispiel Strom, Gas, Reinigungs, weil ich zum Beispiel nur eine Reinigungsfirma habe für die ganze, die ich angestellt habe. Also eine Reinigungsfirma, mit dem Dealer zum Beispiel, die meine ganzen Hallen, meine ganzen Gebäude sauber macht. Das ist zum Beispiel auch eine Gemeinkosten. Also die kann ich nicht direkt zuordnen. Da habe ich natürlich Einzelkosten, die kann ich direkt auf die Kostenstellen oder Kostenträger buchen. Das macht es natürlich einfacher, ne? Das ist zum Beispiel, wie gesagt, Einkauf. Zum Beispiel Einkauf, ich brauche auch, keine Ahnung, große Metallplatten oder Stahlplatten in der und der Dicke, die und die Maße zum Beispiel. Und ich weiß, das sind genau die, die ich immer brauche, um meinen Motor, um daraus zu fertigen. So, dann kann ich das natürlich direkt verbuchen auf der Kostenstellenrechnung, eventuell sogar auf Kostenträgerrechnung, je nachdem, was halt geht in dem Hinsicht. So, dann kommen wir jetzt mal eben nochmal zu wichtigen Grundbegriffspaaren. Einige davon oder habe ich davon auch schon verwendet heute. Einfach nochmal, um das zu differenzieren. Ist, denke ich mal, ganz gut auch für die Praxis. So, wir haben einmal Einzahlung, Auszahlung hier oben der Bereich. Beziehen sich auf den Zahlungsmittelbestand. So. Das bedeutet ganz einfach, wenn die liquiden Mittel steigen, habe ich eine Einzahlung und wenn die liquiden Mittel sinken, habe ich eine Auszahlung. Das betrifft Kasse und Bank. Jetzt mal kurz weg vom Auto aus, einfach, ich habe ein ganz kleines Unternehmen, oder kleines Unternehmen, ich habe einen kleinen Laden, Tante-Emma-Laden übertrieben gesagt. So, und ein Kunde kommt rein, zahlt mir
40 € für seinen Wocheneinkauf, dann habe ich eine Einzahlung. Das geht in meine Kasse. So bringe ich das Geld zur Bank, habe ich immer noch das Geld da. Das ist alles gut. So ist immer noch eine Einzahlung. Kann ich halt dann noch wieder für zwei verschiedene T-Konten, wie wir es vorhin hatten, mit Kasse und Bank, kann ich dann aufschreiben. So, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe Lieferanten, der mir Gemüse vorbeibringt, habe ich eine Auszahlung, wie das Geld aus der Kasse nehme oder halt aus der Bank ihm direkt überweise. So, das ist einmal Einzahlung, Auszahlung. Dann habe ich Einnahmen und Ausgaben. Ist ganz eng damit verwandt, ist aber nicht das gleiche, wird häufig verwechselt. Ich habe nämlich, das bezieht sich auf das Geldvermögen, nicht auf den Zahlungsmittelbestand. Ist halt auch eine Veränderung der liquiden Mittel im Grunde, aber Forderungen und Schulden ziehen da auch mit rein. Das heißt, wenn ich etwas auf Rechnung kaufe, habe ich erstmal eine Schuld. Ich habe die Schuld, sagen wir, für 2 Wochen, 4 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen, was auch immer das Zahlungsziel ist. So. Oder ich gebe Sachen raus, auf, in Anführungszeichen, ich nenne es mal auf Kredit, quasi raus. Ich habe eine Rechnung geschrieben für eine Arbeit, die ich getan habe. Ist ja häufig so, wo man das sieht, das sage ich mal auch bei Handwerksbetrieben halt. Die haben dann häufig erstmal eine Forderung. Also der Handwerksbetrieb kommt, repariert zum Beispiel die Heizung, schreibt einem die Rechnung, alles gut, und man hat meistens ja, man hat ja nie den Geldwert zu Hause. So, man sagt ja zum Heizungsbau, so blöd wie es klingt, wenn er da sagt, das ist ein bisschen mehr, das dauert ein bisschen länger, machen Sie das bitte fertig, meine Heizung soll ja auch laufen im Winter. Ich habe Dann hat er danach ja die Forderung, kommt mit der Rechnung, meistens entweder am gleichen Tag noch oder ein paar Tage später kommt er mit der Rechnung, wo dann Zahlungsziel definiert ist, 1 Woche, 2 Wochen, 3 Wochen, je nachdem was Sache ist, um diese Rechnung zu begleichen. Das ist halt eine Forderung. Und das wird alles mit aufgenommen bei Einnahmen und Ausgaben. So. Das ist halt der Unterschied. Das heißt, da sind auch Forderungen und Schulden mit einbegriffen. Genau, dann habe ich noch einmal Aufwand und Ertrag. Das sind halt Begriffe des externen Rechnungswesens. Es geht halt um Geld und Sachvermögen des Unternehmens. Also es geht nicht nur darum, was habe ich an Geld auf der Bank, was habe ich an Geld in meinen Kassen zum Beispiel. Es geht auch darum, einfach, was habe ich für Sachgegenstände. Wenn ich jetzt Stahlplatten gekauft habe im Wert von 30.000 Euro, habe ich Stahlplatten im Wert von 30.000 Euro. Das zählt da nämlich auch noch mit rein. Und das sind natürlich, wenn ich die dann noch fertige, veredel in Anführungszeichen, sagen wir, ich habe aus der jetzt was rausgefräst, ich habe jetzt aus der Platte eine Motorhaube, einen Rohling gefräst und habe den dann noch gepresst, dann habe ich natürlich gepresste Motorhauben da rumliegen. Die haben natürlich nochmal ein bisschen höheren Wert, weil die schon verarbeitet wurden. Erhöht natürlich auch noch mein Sachvermögen, den ich habe im Unternehmen, weil das natürlich teurer ist, weil es bearbeitet wurde, ganz einfach, als nur eine Stahlplatte. So, dann sind alle Aktivitäten gemeint, die den Gewinn des Unternehmens erhöhen oder mindern. So, das ist ganz einfach darauf bezogen, dieser externes Rechnungswesen, Gewinn- und Verlustrechnung, hatte ich ja vorhin angesprochen. Deswegen, das ist damit eingebracht. Wie wichtig ist hier, es geht auch um die Sachvermögen, die ich habe im Unternehmen. Das erhöht auch noch meinen Ertrag oder halt meinen Aufwand, wenn ich jetzt Sachen abgebe, Rohstoffe abgebe. Ich habe die ganzen Platten, die ich bestellt habe. Ich merke auf einmal, mein Auto, die Autoproduktion läuft nicht mehr von dem einen Modell. Ich kann die Platten aber blöderweise nicht benutzen für ein anderes Unternehmen. Ich verkaufe die, in Anführungszeichen, habe ich natürlich quasi einen Geldgewinn, aber beim Sachvermögen wieder einen Verlust. Muss man alles gegenrechnen. Genau, und da habe ich Kosten und Leistungen. Das ist ein Thema vom internen Rechnungswesen. Die betreffen halt alles mit betriebsnotwendigen Vermögen hat zu tun haben. Ganz wichtig dabei ist, es geht darum, um hauptliche betriebliche Aktivitäten. Die Einnahmen davon sind gleich die Leistung. Das heißt, ich bin ein Autohersteller, ich baue ein Auto und verkaufe dieses, ist das meine Leistung, weil ich Autohersteller bin. Habe ich nebenbei aber noch über mein Unternehmen Immobilien erworben und vermiete diese und sorge dafür, dass ich Mieteinnahmen generiere. Das ist nicht meine hauptliche betriebliche Aktivität und deswegen ist das keine Leistung. Das sind zwar Einnahmen, aber keine Leistung. Das ist wichtig zu verstehen dabei. So, Kosten, wie gesagt, hatte ich vorhin erklärt, gibt verschiedene Arten. Ist alles im internen Rechnungswesen nochmal angelagert, diese beiden Punkte, letzten oder letzten 4 Punkte. Damit man einfach weiß, worum es geht. Alles halt nochmal nachzulesen. Ja, das wäre es dann auch schon gewesen. Dann sage ich einmal auf jeden Fall danke dafür. Ja, und wenn noch Fragen sind, dann einfach bitte melden.